Hallo zusammen und damit heiße ich euch erneut herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche nehmen wir euch mit in die dunkelsten menschlichen Abgründe. Außerdem rückte das Objekt in den letzten Tagen in den Fokus der Kriminalpolizei, aber darüber erzähle ich euch gleich ein wenig mehr. Kommt nun am besten erstmal mit auf diese merkwürdig gruselige Tour und den Rest erfahrt ihr wie immer gleich von mir in den kommenden Minuten. Sollten euch weitere verlassene Orte hier im Osten Deutschlands interessieren, dann besucht auf jeden Fall mal unseren Kanal und abonniert uns auf diesem Weg gleich mit, um in Zukunft keine weiteren Folgen, Updates und so weiter zu verpassen. Aber nun wünsche ich euch erst einmal viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch ein verlassenes und zugleich sehr merkwürdiges Wohnhaus. Der eine oder andere von euch kennt das vielleicht, dieses Gefühl, wenn etwas nicht so ganz stimmt. Im Bereich der verlassenen Orte kommt man ab und an, aber doch in der Häufigkeit relativ oft mit diesem Gefühl in Berührung. Meistens ist es dann dunkel oder man ist vielleicht auch selbst etwas aufgrund von Gesundheit oder diversen Gedanken empfänglich. Doch oft ist es auch einfach nur die Location, die irgendwas Unbehagliches ausstrahlt. Den Rest macht natürlich dann der Kopf und unsere Gedanken, aber grundsätzlich strahlen manche Gebäude eine gewisse Stimmung aus und die Rede ist nicht von Geistern oder irgendwelchen Phänomenen. Tatsächlich sind uns in über 300 Erkundungen nur zweimal Dinge passiert, die äußerst merkwürdig erschienen. Einmal sah ich im Augenwinkel am Ende eines Ganges, ja man könnte meinen, eine Person stehen. Glücklicherweise hatte ich alles aufgezeichnet und die Kamera fing diesen Moment ein. Ich hätte gerne etwas gesehen, einfach um mal so eine Erfahrung gemacht zu haben, aber am Ende stellte sich alles als Hirngespinst heraus. Ich hatte mich schlichtweg verguckt, auch wenn die Kamera direkt dahin zeigte. Bei dem anderen Mal war es hingegen nicht so einfach. Bei der Erkundung eines verlassenen Wohnhauses in Plagwitz wechselten wir gerade die Etage vom Erdgeschoss in das erste OG. Als ich auf die erste Stufe trat, um nach oben zu gehen, machte es über uns ein lautes Geräusch, so als ob jemanden eine Fliese oder eine Keramikschüssel aus den Händen gefallen wäre. Es kam dieses typisch klirrende Geräusch, wie wenn etwas zerspringt, man hörte auch die Scherben. Wir waren so erschrocken und vermuteten aber dann rational gesehen eine Katze oder einen Vogel, der oder die sich erschreckte und dabei vielleicht etwas umgestoßen hatte. Doch im ersten OG und auch darüber war nichts zu finden, was auch nur im Ansatz dieses Geräusch hätte verursachen können. Es gab einfach keine Fliesen oder Geschirr, geschweige denn Glasscherben oder irgendwas in die Richtung. Es war wirklich sehr, sehr merkwürdig, aber am Ende ist nichts weiter passiert. In dem hier gezeigten Objekt hatten wir von Anfang an ein ungutes Gefühl. Die Gefahr von Obdachlosen und Drogenabhängigen ist wahrscheinlich noch viel schlimmer, als wenn man irgendwo was sieht oder mal was hört.
Im Erdgeschoss machte es in manchen Räumen den Anschein, als ob man vor einigen Jahren die Sanierung ins Auge fasste. Tatsächlich war von dem aber nur äußerst wenig zu sehen. Der Standard des Eckhauses war tiefste DDR. Es waren komisch verwinkelte Räume, im Eingangsbereich waren die Briefkästen noch mit dem Namen versehen. Hier und da lagen auch noch Zeitungen aus den 90ern umher. Je höher wir kamen, desto mehr machte sich dieses ungute Gefühl bei uns breit. Und in der Tat sollte uns dieses Gefühl nicht täuschen. Wir fanden in vielen Wohnungen, je höher wir kamen, Spritzen und Aufziehkanülen, was man eben so braucht, um zu konsumieren. Ich vermute, dass es sich um Heroinabhängige handelt, die hier ein- und ausgehen. Das Drogenbesteck lag in manchen Wohnungen gefühlt beutelweise umher. Genutzt, aber auch bereit zur Verwendung, teilweise sogar verschweißt und noch immer nicht verfallen. Was wiederum auf regelmäßigen Besuch hinwies. Insgesamt war das Eckhaus mit zwei Adressen und ebenso zwei Treppenhäusern versehen, die über den Dachboden miteinander verbunden waren. In zwei Wohnungen und auf dem Dachboden fanden sich, naja, wie Schlaflager wieder. Etliche Klamotten, aber auch abgelaufene Arznei und Medikamente standen zuhauf umher. In einer der Wohnungen hingen ausgedruckte persönliche Bilder an den Wänden. Es wirkte alles in allem nicht alt. Wir hatten vermutlich nur Glück, dass wir auf niemanden trafen. Was auch gar nicht so schlimm war, wenn ihr versteht. Übrigens fand ich das hier gezeigte Objekt auf keiner der typischen Denkmalschutzlisten, was wie immer mit Vorsicht zu genießen ist. In der Vergangenheit nutzte wohl eine Werbeagentur die Adresse. Ob man auch im Haus Geschäftsräume pflegte, halte ich für zweifelhaft. Nichts wies darauf hin. Im Inneren erinnerte fast alles an das Ende der DDR, obwohl der Zustand recht gut war. Keine Durchbrüche, kein Feuer und nur wenig Vermüllung, auch wenn hier und da einiges an Unrat umherlag. Aber keine Spur von Bauschutt, Sperrmüll oder so typisch Matratzen, Plastikmüll und Co. Einzig die Toiletten machten auf sich aufmerksam. Entweder waren sie nach wie vor auch ohne Spülung in Nutzung, entsprechend war der Geruch, oder sie waren wie von 1978 schön mit Überzieher versehen, heute undenkbar, damals Standard.
Diese Aufnahmen entstanden Anfang Mai 23. Fast genau 4 Monate später, mit Erscheinen dieses Videos, geriet das Objekt in die Schlagzeilen, als man, wie die LVZ berichtete, am 9. September eine leblose Person im Objekt fand. Zu den Umständen ist wohl bisher nichts weiter bekannt. Eine Obduktion sei wohl angeordnet. Mal sehen, was da noch an Informationen bei rumkommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ganze Drogendilemma damit zu tun hat. Aber warten wir es am besten mal ab. Insgesamt waren wir sehr froh, relativ schnell aus dem Objekt wieder draußen zu sein. Solche Drogenwohnungen können durchaus sehr gefährlich werden. Umso glücklicher waren wir, dass wir da niemanden getroffen haben. Was nun aber aus dem Objekt werden soll, bleibt ein Rätsel. Vermutlich gibt es keinen Eigentümer oder dieser kann sich eine Sanierung nicht leisten. Die LVZ nannte es Abbruchhaus, doch können wir uns den Abriss solcher Häuser hier in LA leisten? Wohl kaum. Mich würde zum Abschluss dieser Folge interessieren, hattet ihr schon einmal beim Fotografieren oder Erkunden verlassener Orte ein merkwürdiges Gefühl oder habt vielleicht selber sogar mal so ein Ereignis erlebt? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt von euch noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten und wünsche euch alles Gute. Lasst die Finger von den Drogen, abonniert uns stattdessen lieber und schaut euch unsere Videos an. Ich wünsche euch alles Gute, wir hören uns demnächst, macht's gut, bis bald und ciao.
Musik.